Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich gebe euch jetzt mal wieder ein kleines Status-Update. Zum einen, wir haben die 200 Abonnenten-Marke geknackt. Vielen, vielen Dank auch mal wieder dahin. Wie einige von mir wissen, bin ich nicht der Typ, der irgendwie große Specials macht, weil es mir ja gar nicht so darauf ankommt. Es ist allerdings trotzdem schön, das zu sehen, dass immer mehr Leute natürlich das Abonnement haben und so weiter und dann noch gucken und so weiter. Das ist immer schön, weil das ja einfach eine Rückmeldung ist, dass soweit, ne, dass den Leuten das gefällt und so weiter. Und das macht natürlich auch Spaß und das motiviert dann natürlich auch immer weiterzumachen. So, apropos weitermachen, ich mache weiter, also jetzt nicht missverstehen, aber das Problem ist, die Weiterbildung fängt an, jetzt richtig anzuziehen. Also sprich, es wird jetzt immer schwerer, das heißt, ich brauche mehr Zeit damit und bin auch länger manchmal da und habe halt das Problem, dass die Zeit knapp wird. Das wird man merken, also man hat es ja in den letzten Wochen gemerkt, dass die eine oder andere Folge Cities Skyline, so das Battleground Commentary, dann mal ja verspätet kam. Cities Skylines ist im Moment, komme ich nicht wirklich zu. Also ich habe, das Problem ist halt, ich will Arena machen. RBG muss ich gucken, dass ich die Travins mache wegen der Kiste. Ich will auch meine BGs so mit den Leuten weiterhin machen. Dann aber halt auch Legion. Das ist, will ich eigentlich gucken, dass wenn ich am Spielen bin, probieren, dass ich das halt dann nur über den Stream mache, dass ihr eigentlich alles mitbekommt. Dann will ich, dann gibt es natürlich auch immer wieder Neuerungen. Zum Beispiel gab es neue Animationen. Oder gibt neue Animationen und so weiter, da will ich natürlich auch ein Video machen, das braucht aber dann Zeit. Dann Battleground Commentary, dann City Skylines und das frisst halt im Moment extrem Zeit, beziehungsweise ich habe die Zeit nicht so. Ich kann einfach halt nicht mehr bis stundenlang in die Nacht machen, denn morgens muss ich halt früh genug aufstehen, das heißt, ich komme im Moment nicht wirklich hinterher. City Skylines ist jetzt im Moment ja ziemlich am drunter leiden, also eventuell auch die BG-Commentaries. Ja, also nicht wundern, wenn das einfach um 1, 2, 3 Tage mal verschoben wird. Der Rhythmus bleibt dann gleich. City Skylines werde ich, sobald ich wieder damit am Aufnehmen bin, nachreichen und wird im gleichen Rhythmus dann wieder erscheinen. Also habt da bitte Verständnis für. Ja, also sobald ich kann, nämlich auflad hoch und so weiter. In diesem Sinne, wie immer, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was dann sind, ab in die Kommentare oder auf Twitter. Nochmal der Hinweis, am besten auf Twitter gucken, folgen, weil da kriegt ihr am meisten was mit. Da könnt ihr auch Fragen, das kann ich dann eher beantworten. Ne? Also Twitter übers Handy geht schneller als YouTube. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!